Die Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. So, wird es besser? Ein kleines bisschen. Madame Gazelle? Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorn kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. Fröhliches Zelten, Kinder. Wiedersehen. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Pedro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Bitte, Madame Gazelle, den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bingeli, Bongeli, Boo. Oho, also Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder! Kein Gekicher mehr, bitte! Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle! Ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle? Ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Ich bin Peppa Wutz.
Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Fahrradfahren. Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Hui. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch! Klausi, Luzi, Luisa! Klausi Kleff, Luzi Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als Erster bei dem dicken Kürbis ist? Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Nee, ich auch. Und ich. Wer als Erster oben ist. Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als Erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis! Ich bin die Schnellste! Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt wo der Kürbis kaputt ist, können wir ja einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Hurra! Ballettunterricht. Peppa besucht ihre erste Ballettstunde. Das ist Madame Gazelle, die Ballettlehrerin. Ah so, da ist die kleine Peppa.
Du willst also tanzen lernen? Hallo, Madame. Ah, wie süß. Willkommen zu deiner ersten Ballettstunde. Ich hol dich nachher ab. Bis gleich. Viel Spaß, bis später. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Kinder, wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-Plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arme. Stellt euch vor, ihr werdet ein sehr schöner Schwan. Und was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Grazie und Anni. Peppa ist eine begeisterte Tänzerin. Alle sind begeisterte Tänzer. Mama, Mama, ich hab wie ein Schwan getanzt. Peppa hat schön mitgemacht. Ich kann jetzt mit Grazie und Anmut tanzen. Das kannst du? Soll ich dir zeigen, wie das geht? Gleich zu Hause. Da zeigst du es Papa Wutz und George und mir. Bis bald. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz zu Hause. Papa, George, ich will euch zeigen, wie man Ballett tanzt. Ist es sehr schwierig? Für mich war es ganz leicht, aber für dich und George und Mama ist es furchtbar schwierig. Zuerst brauche ich Musik. Gut. Also, ich mache das jetzt erstmal vor und ihr macht mir alles nach. Die Madame hat komische Wörter benutzt. Aber eigentlich beugt ihr nur so die Knie und springt dann. Ah, ein petit jeté. Papa, du kennst ja die komischen Wörter. Ich habe früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de deux. Hoppla! Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Papa wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Ah, ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so. Das ist leicht.
Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa, das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Drei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings. Oh.